Was? Wie bitte? Was wollen die für die Lampe? 22,50? Boah, das ist aber ein stolzer Preis für so eine Lampe, hey. Und, naja, wenn ich mal richtig guck, so richtig wie's Original sieht sie dann aber auch nicht aus. Also, ehrlich gesagt, das muss doch wirklich günstiger gehen. Ich glaube, das ist mal wieder ein Fall für Eigenbau. Und somit heiße ich wieder alle Freunde des Modellbaus und der Modellbahn herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Kufenau. Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Da steht sie nun, meine Eigenentwicklung. Ich muss sagen, die gefällt mir richtig gut und ist sehr nah am Original. Was meint ihr? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Und das Beste, wenn ich alle Materialkosten großzügig zusammenrechne, also eher etwas höher ansetze, wie sie tatsächlich waren, dann komme ich gerade mal auf 2 Euro pro Leuchte. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Natürlich bekommt ihr wieder alle Daten zum Nachbau auf meiner Homepage beziehungsweise die 3D-Daten bei Kulz zum Download. Und in diesem Video zeige ich euch jetzt, wie ihr so eine Leuchte nachbauen könnt. Denn das ist wirklich gar nicht schwer. Also, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann drücke jetzt noch schnell auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Und los geht's! Hier mal ein kleiner Überblick, aus wie vielen Teilen diese Lampe eigentlich nur besteht. Da ist zum einen die Leiterplatte, auf denen die LEDs aufgebracht sind. Ich habe mich hier für eine Leiterplatte entschieden, weil es einfach das Beste war, das Sauberste war. Natürlich kann man die Lampe auch ohne Leiterplatte bauen und die LEDs irgendwo anders da drauf bauen. Ja. Dann müsst ihr euch halt so einen kleinen Kunststoffring, 0,5 mm starken Kunststoffring herstellen und da die LEDs drauf bauen. Ja. Ich finde es halt mit der Leiterplatte wesentlich komfortabler. Und so teuer sind die Dinger auch nicht. Also da haben wir diese Leiterplatte, da haben wir das Lampendach, den Farbring, also diesen Schirm, ne, außenrum. Wir haben einmal den großen Mast und einmal noch den kleinen Mast. Das ist 1,5 mm Messingrohr und das ist 1 mm Messingrohr. Und wir haben einen Lampenfuß, den habe ich jetzt aus dem 3D-Druck hergestellt. Ja, also das Teil und das Teil ist aus 3D-Druck. Das andere sind käuflich zu erwerbende Teile und hier halt noch die Leiterplatte. Und ja, so ein kleiner Kunststoffring, wo der hinkommt, werdet ihr gleich sehen. Er tut halt die ganze Optik nochmal ein bisschen verschönern, aber unterm Strich kann man auch sagen, den könnte man auch weglassen. Dann würde ich doch einfach sagen, fangen wir mal ganz einfach an. Ne? Bauen wir erstmal den Mast zusammen. Wie man jetzt die Messingrohre abschneidet, das habe ich euch jetzt nicht extra gezeigt. Ich denke, das weiß jeder oder das kann jeder Messingrohr ablenken. Die Zeichnung, die ihr hier unten drunter seht, die findet ihr bei mir auf der Homepage. Und da findet ihr auch dann den Link zu den 3D-Daten für diese 3D-Druckteile. Als erstes, was ich mache, nachdem ich die Teile geschnitten habe, tue ich die da innen drin mal in Graden, ja, dass da keine Reste mehr vom Schneiden da sind. Weil wir ziehen da später Kupferlackdraht durch und wenn da noch irgendwelche Grate vom Schneiden sind, ist dann für den Kupferlackdraht nicht ganz so optimal. Ne? Deshalb nochmal kurz mit so einem Senker da durchgehen, damit alles weg ist. Auch bei dem kleinen Teil, bei dem 1 mm Teil mache ich das. Ja, also der Senker ist wirklich optimal dafür. Der ist ganz, ganz fein und ganz, ganz spitz da vorne. Da kann man das wunderbar mitmachen. Dann muss dieses Teil hier unten drauf. Hier gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder, also ich muss auf jeden Fall diese Bohrung noch mal ein bisschen nachbohren. Das ist halt bei 3D-Druckteilen meistens so, dass diese Bohrung nicht immer 100% übereinstimmt. Beziehungsweise, ja, da hängt halt auch immer noch ein bisschen Restmaterial vom Drucken drin. Und das muss halt einfach raus, sonst passt es nicht. Ne? Deshalb nehme ich als erstes hier einen 1,5 mm Bohrer und bohre das Ganze noch mal nach. Wenn ich jetzt das Teil hier reinmachen will, werdet ihr gleich sehen. Ja,
das geht ganz schön schwer immer noch, ne? Hier hilft dann meistens ein Hammer, dass man einfach mit so leichten Hammerschlägen hier ein bisschen nachhilft und das Teil einfach hier rüber klopft. Dann kann man da unten nochmal kurz drüber gehen, fertig. Wie gesagt, muss man halt aufpassen und das Ganze vorsichtig machen, damit man das Rohr nicht kaputt macht. Das war jetzt die eine Variante. Also das ist die Variante, da brauche ich dann auch später nichts mehr machen. Das Teil sitzt fest. Jetzt kann ich natürlich auch hergehen und kann das ganze Teil statt mit einem 1,5 mm Bohrer mit einem 1,6er Bohrer aufbohren. Das geht genauso. Ja. Zeige ich euch mal. Ja. Da müsst ihr halt ein bisschen vorsichtig sein, aber das geht genauso. Und jetzt könnt ihr das Teil halt einfach drüber schieben. Ne? Seht ihr? Jetzt könnt ihr es einfach drüber schieben. Jetzt müsst ihr natürlich das Ganze mit ein bisschen Sekundenkleber wieder fixieren. Ne? Das ist halt dann die Variante, da brauche ich halt dann Sekundenkleber und muss das Ganze dann da unten wieder fixieren. Ja, also entweder er macht die Variante mit dem Hammer, dann spart er euch die Fixierung, oder er macht halt die Variante mit dem 1,5er Bohrer. Dann müsst ihr das Teil halt da unten noch mal ein bisschen fixieren mit Sekundenkleber. Ja? Je nachdem, wie ihr das halt wollt. Wenn wir das hier haben, dann muss dieses kleine Messingrohr hier oben rein. Ne? Und zwar muss das Ganze noch 6 mm rausgucken. Das mache ich halt immer mit so einem Messschieber. Den lege ich mir hin, den habe ich schon mal auf 6 mm eingestellt. Und diese Fixierung Messing auf Messingrohr, habe ich jetzt festgestellt, das geht am besten mit diesem Loctite Schraubensicherung. Ja, ich habe es auch schon mit Sekundenkleber probiert, da hat es irgendwie nicht so ganz gehoben immer. Oder es ging ganz, ganz schwer, dass es festgehoben hat. Ich habe es auch schon mit Sekundenkleber probiert, da ging es irgendwie nicht so richtig, da habe ich es irgendwie nicht so richtig festgebracht, beziehungsweise wenn, dann hat es sehr lange gedauert und es war sehr aufwendig. Und hier mit dieser Schraubensicherung, werdet ihr jetzt gleich sehen, da mache ich einfach so einen kleinen Tropfen drauf und lasse den hier so reinlaufen und stelle das Ganze jetzt noch auf meine 6 mm ein. So. Und jetzt lasse ich das kurz liegen und dann ist das Ganze fest. Seht ihr? Das Ganze ist schon fest. Also das dauert wirklich nicht lange. So. Das kann ich mal zur Seite legen. Jetzt kommt noch dieser kleine Ring. Ich blende euch jetzt dann auch gleich nochmal das Originalfoto ein, damit ihr seht, was der kleine Ring zu bewirken hat eigentlich. Weil wenn ihr euch das Originalfoto anschaut, dann seht ihr da in dem oberen Bereich, wo jetzt das eine Rohr auf das andere geht, dass hier eine kleine, ich sagen, so eine kleine Abdeckung drüber ist. Und dieser Ring soll eigentlich diese Abdeckung simulieren. Den mache ich halt einfach hier drauf und nehme hier so ein kleines bisschen Sekundenkleber und tue den hier dran fixieren. Ja, also ihr seht da, das soll halt einfach diese Abdeckung simulieren. Wer natürlich keine CNC-Fräse hat oder sich so ein Teil nicht herstellen kann, ist natürlich kein Problem, da könnt ihr das auch weglassen. Was definitiv nicht geht, ist dieses Teil mit dem 3D-Drucker herstellen. Habe ich schon probiert. Ich sage es euch gleich, vergesst es. Es ist viel zu fein dafür. Dann ist der Mast soweit fertig zum Lackieren. Doch bevor ich das mache, machen wir erst noch ein paar Teile hier sauber. Dieser Farbschirm, der kam ja aus dem 3D-Drucker so heraus. Ich nehme mal die Pinzette, damit ihr das besser seht. Der kam aus dem 3D-Drucker so heraus. Ich blende euch auch nochmal vom Slicer eine Übersicht ein. Und da waren ja hier unten die Supports bzw. die Supports dran. Heißt also, ich habe hier oben am Dach jetzt immer noch ein paar Support-Rückstände. Ich weiß nicht, sieht man das hier in der Kamera? Ja, vielleicht so. Vielleicht seht ihr es, dass da noch ein paar Support-Rückstände sind. Die sehen natürlich später, wenn das lackiert ist, richtig blöd aus.
Deshalb muss ich das Teil jetzt erst noch ein bisschen mit Schleifpapier nachbearbeiten. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal kurz mit dem Teil über das Schleifpapier und feile hier oben diese Oberfläche noch mal ein bisschen sauber. Ohne dabei natürlich diese Zapfen hier abzubrechen. Das ist dann immer noch mal die Kunst. Das wäre auch mal erledigt. Auch mal dahingelegt. Und dann auch dieser Farbring wurde ja so mit den Supports so gedruckt. Der hat natürlich hier auch noch ein paar Teile dran. Da fahre ich auch mal kurz so drüber. So. Und jetzt sind wir auch schon soweit zum Lackieren. Damit ich mir bei dem Lackieren von den Farbschirmen oder von den Lampendächern besser gesagt jetzt nicht die Finger verbreche oder mir die ganzen Finger versau, habe ich mir hier so eine kleine Holzlatte genommen und habe da einfach doppelseitiges Klebeband drauf geklebt. Und da klebe ich jetzt einfach mal diese ganzen Farbschirme drauf. Dann kann ich die wesentlich einfacher lackieren später. Ja, vielleicht doch ein bisschen mehr Abstand, damit ich da zwischen reinkomme im Sprühlack. So. Für die Masten, die Masten müssen ja auch lackiert werden. Und bei dem Messing ist es jetzt halt so, dass da ist ja vom Finger und so weiter ist da noch Fett dran. Und auch wahrscheinlich vom Herstellen ist da auch noch ein bisschen Fett oder irgendwas dran. Ja, also ich will das jetzt nicht alles nur auf die Finger reduzieren. Aber egal wie es ist, damit die halt sauber sind komplett und die Farbe gut hebt, nehme ich immer ein bisschen Isopropylalkohol, mache den da ein bisschen auf Papier und wische erstmal über diese Stangen hier drüber. Tue die kurz mal mit diesem Isopropylalkohol hier abwaschen. Und dann stelle ich sie hier in so einen Styrodorblock, damit später das Licht nicht aus den Lampendächern oben raus scheint, ne? Werden die zunächst erst mit Schwarz von unten lackiert, also von der Innenseite mit schwarzer Farbe lackiert. Hier ist es so, bisher habe ich eigentlich immer diese Revell Color, also diese Revell Aquafarben gehabt und bin eigentlich damit auch relativ gut gefahren, nur in letzter Zeit irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich immer das Problem, dass die Farben extrem schnell an der Spitze von der Airbrush-Pistole trocknen und dann mir die Airbrush-Pistole verstopfen. Deshalb bin ich gerade dabei, umzusteigen auf diese Vallejo-Farben. Die sind, muss ich ehrlich sagen, wirklich wesentlich besser. Die lassen sich wesentlich besser verarbeiten. Dann machen wir da mal ein bisschen rein. So, ein kleines bisschen was rein und schauen mal. Ich hätte erst die Pistole sauber machen sollen nochmal, glaube ich. Ja. Gut. So, Farbe am besten gleich immer zumachen, damit nichts ausläuft. So. Und ihr seht, ich tue die auch ganz schön stark oder dick schwarz einnebeln, damit auch wirklich da später nichts durchleuchtet. Ne? Für die endgültige Farbe verwende ich jetzt, bis jetzt habe ich es noch von Revell, irgendwann werde ich mir es dann auch mal von Vallejo kaufen, verwende ich jetzt Aluminiumfarbe, also Aluminium Metallic Lack, weil ich finde, das sieht so richtig schön für diese Lampen aus. Und da mir das Zeug hier drin einfach zu dickflüssig ist, habe ich mir in so einem kleinen Behälter ein bisschen was abgefüllt und habe das gut verdünnt. Und das werden wir jetzt halt einfach mal verspritzen. Ne? In der Hoffnung, damit nicht gleich wieder die Düse eintrocknet. Jetzt kommt das Aufwendigere.
die Lampenschirme dann unten fertig sind, kann man sie so vorsichtig halt so rumdrehen, damit man sie von oben lackieren können. Natürlich reicht auch bei den Lampenmasten ein Farbauftrag nicht aus, sodass nach einer gewissen Trocknungszeit ein zweiter Farbauftrag erfolgen muss. Wenn ihr die ganzen Teile dann lackiert habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das mal mindestens einen Tag komplett trocknen zu lassen. Auch wenn, sag ich mal, die Farbe nach einer Stunde oder zwei anfassbar ist, also sich trocken anfühlt, ist sie trotzdem immer noch nicht ganz durchgetrocknet. Aus dem Grund empfehle ich euch, wenn ihr es lackiert habt, lasst es mindestens mal einen Tag oder also auf jeden Fall mal einen Tag trocknen. Was jetzt noch übrig ist, ist hier unten das Stück. Ja, das war ja eben da in dem Styrodur drin gestochen. Das konnte ich ja nicht lackieren, das muss ich jetzt halt noch nachlackieren und dann stecke ich die Teile immer noch mal kurz so da rein. Da war jetzt ein bisschen viel Farbe drauf. So, einmal. In der Zwischenzeit, wenn jetzt die Teile hier noch fertig trocknen, kann man natürlich schon mit den Farbschirmen hier weitermachen, ne? Oder mit den Lampendächern weitermachen und da sozusagen die Farbschirme montieren. Also die oder diese Blenden. Ja, nennen wir sie einfach mal Lichtblenden. Die müssen jetzt hier so rein. Damit das Ganze dann später so aussieht. Ja, also hier haben wir nochmal ohne. Und hier dann mit. Ne? So müssen die dann aussehen. Jetzt sind die zwar so gefertigt, dass die wunderbar hier reingehen und reinrutschen und dann eigentlich klemmen. Aber ihr wisst ja, der Teufel treibt sein Spiel und aus irgendeinem dummen Zufall rutscht das Teil doch mal raus. Aus dem Grund gehe ich halt her und tue die ein kleines bisschen mit Sekundenkleber fixieren. Dafür nehme ich jetzt aber nicht meinen obligatorischen Schraubenzieher, weil da einfach zu viel Sekundenkleber aufgetragen wird. Sondern ich nehme hier so einen kleinen Stift, so einen Pinnwandstift. Da gehe ich jetzt her und mache hier einfach dazwischen drin ein kleines bisschen. Das reicht, wenn das an einer Stelle ist. Ja, ihr braucht das nicht komplett außenrum zu machen. Es reicht, wenn das an einer Stelle ist und macht einfach da so ein bisschen Kleber hin. Wie ich es eingangs schon erwähnt habe, habe ich mir für die LEDs so eine fertige so Leiterplatten machen lassen, so kleine. Ja, das Ganze sieht im Rohzustand so grün aus. Der Vorteil von den Leiterplatten ist im Prinzip nur eins. Einmal, dass halt die LEDs sauber fixiert sind, da oben drin. Ja. Und das andere, naja, ich habe halt hier zwei LEDs drauf und die habe ich natürlich auf der Leiterplatte schon zusammengeschaltet. Also plusseitig zusammengeschaltet. Minusseitig habe ich sie nach wie vor getrennt gelassen, weil ich die später mit der Lichtsteuerung einzeln ansteuern möchte. Aber zumindest mal den Plus habe ich zusammengeschaltet, was dann halt den Vorteil hat, dass ich nur mit drei Drähten runter muss, anstatt mit vier. Und ich tue euch mal eine Alternativversion, eine Datei für eine Alternativversion, was ihr alternativ für die Leiterplatten nutzen könnt, tue ich euch mit in das gesamte Dateipaket packen. Aber ich empfehle euch definitiv, lasst euch die Leiterplatten fertigen. Auch da mache ich nochmal eine kleine Übersicht rein, was ihr da beim Leiterplattenfertiger alles ausfüllen müsst, damit ihr die Dinger auch sauber bekommt. Und unterm Strich sage ich mal, ich habe jetzt für 45 von den kleinen Leiterblättchen, habe ich jetzt halt 15 Euro plus halt noch ein bisschen Versand bezahlt. Wenn ich das auf das pro Stück runterrechne, dann bin ich dabei gerade mal knapp 50 Cent pro Leiterplatte. Das ist jetzt auch nicht die Welt, ja. Und ihr habt halt einfach den Vorteil, es sitzt halt dann einfach sauber drauf. Wie ich die LEDs dann da drauf bestückt habe, das zeige ich euch jetzt nicht extra. Ich glaube, da mache ich sowieso mal ein allgemeines Video, wie man
Am besten Leiterplatten oder SMD-Bauteile mit Leiterplatten bestückt. Ich glaube, da mache ich mal ein separates Video irgendwann drüber. Das passt dann vielleicht ganz gut dazu. Auf jeden Fall sieht dann zum Schluss das Ganze so aus. Ich habe das nochmal weiß lackiert, damit es einfach in der Lampe schöner aussieht und nicht das Grüne durchkommt. Ne? Und jetzt muss ich halt die einzelnen Leiterplatten hier raustrennen. Ihr seht, der Leiterplattenfertiger hat hier so einen Abbruch. Ja, Breakaway Rails nennt sich das bei dem Leiterplattenfertiger. Die hat er hier schon mal gemacht. Und jetzt kann ich einfach hergehen und kann diese Leiterplatte hier zerschneiden und kann mir hier die Teile hier so abbrechen. Na, ganz einfach so eigentlich. Auch hier kann ich dann einmal durch, ich schneide es dann als hier so durch. Zack. Und kann jetzt auch die hier wieder rausbrechen in der Mitte. Manchmal geht es ein bisschen leichter, manchmal ein bisschen schwerer. So, jetzt habe ich die drei Teile hier. Ich kann das Ganze auch dann noch ein bisschen mit dem Seitenschneider verschönern. Und jetzt habe ich ja natürlich hier noch solche unschönen Kanten. Ich weiß nicht, ob man das wieder in der Kamera sieht, aber hier habe ich so unschöne Kanten immer. Die muss ich jetzt halt mit der Feile noch ein bisschen wegfeilen, damit das Ganze wieder schön aussieht. Jetzt habe ich mir hier auf meinen Holzklotz, wo ich vorher die Farbschirme oder die Lampendächer draufgeklebt hatte zum Lackieren, habe ich mein neues Stück doppelseitiges Klebeband draufgeklebt. Und da klebe ich jetzt die Leiterplatten immer drauf zum Anlöten von den Kabeln. Den besten Tipp, den ich euch nur geben kann, wenn ihr sowas macht, dann tut nur das Stück abziehen oder tut nur so viel abziehen von dem doppelseitigen Klebeband, wie ihr auch wirklich braucht, weil sonst, wenn ihr dann später hier mit der Hand hier hinten drauf geht oder hier eure Hand reinlegt, dann klebt immer das Teil an eurer Hand fest. Ne? Und das wollen wir ja nicht. Deshalb wichtig, immer nur so viel abziehen, wie ihr braucht. Ich verwende hier 0,1 mm starken Kupferlackdraht und benötige in Summe 3 Drähte. Natürlich müssen auch diese Lötpads hier oben verzinnt werden. Das könnte ich natürlich jetzt mit einem konventionellen Lötzinn machen. Allerdings darf hier nur ganz, ganz wenig Lötzinn drauf. Und diese Menge kann ich mit dem konventionellen Lötzinn nur schwer kontrollieren. Deshalb verwende ich hier auch die Lötpaste und schmiere einfach mal die Pads hier oben mit ein bisschen Lötpaste ein. Und so. Und dann gehe ich einfach her mit dem Lötkolben und tue die hier oben schmelzen und dann werden automatisch die Pads verzinnt. Ne? So einfach ist das Ganze. Du musst wie, ne? Jetzt müssen natürlich die Drähte noch verzinnt werden. Das mache ich wieder auf die ganz normale Art, auf die altbekannte Art. Wichtig hier ist halt nur, dass ihr nur die Spitzen verzinnt. Ja, also wirklich nur die ganz feinen Spitzen von dem Draht verzinnen. So 1 mm, 2 mm, weil ihr dürft eins nicht vergessen. Wir haben hier später Messing. Und wenn ich halt jetzt die Drähte zu weit verzinne, laufe ich halt einfach Gefahr, dass das später ans Messing kommt und mir dann einen Kurzschluss auslöst. Ne? Und das möchte ich ja tunlichst vermeiden. Also ich würde euch das jetzt gerne zeigen, aber das ist so klein, so kurz verzinnt, das sieht man in der Kamera definitiv nicht mehr. Und jetzt müssen die einfach hier drauf. Zweimal, dann drehe ich das Ganze für die andere Seite. Den Plusdraht, da ich ja nur einfarbigen Kupferlackdraht verwende, mache ich mir auf der gegenüberliegenden Seite hier gleich nochmal so einen Knoten rein, damit ich später gleich weiß, ah, das ist mein Plus. Dann müssen jetzt diese Drähte durch die Bohrung in der Leiterplatte geführt werden. Das ist jetzt ganz wichtig. Oh, Mist, seht ihr? Auch mir passieren Fehler. Draht wieder ab. Fehler korrigiert und jetzt können endlich die Drähte durch die Bohrung in der Leiterplatte. Also das Ganze sieht dann so hier aus. Ne? So sollte das Ganze dann aussehen. Und jetzt kommt natürlich unser Lampenmast. Und jetzt müssen die ganzen Drähte hier einzeln durch.
wenn alle Drähte drin sind, muss man halt einfach die Leiterplatte da oben drauf drücken, ne? In dieses Loch oder den Lampenmast in dieses Loch reindrücken. So. Dann sieht das Ganze hier so aus. Als nächstes, ganz wichtig, würde ich euch empfehlen, jetzt einmal zu testen, die ganze Lampe, ne? Weil wenn ihr jetzt erst das Lampendach hier drauf macht und dann testet und merkt, es funktioniert nicht, dann könnt ihr das eigentlich schon vergessen. Oh, wunderbar. Seht ihr, beide LEDs leuchten. Perfekt. Und jetzt kommt noch ein ganz spezieller Tipp. Wenn ihr euch jetzt mal das Licht von den LEDs hier anguckt, dann habe ich zwar warmweiße LEDs benutzt und die sind auch warmweiß. Ich mache vielleicht mal hier noch ein bisschen dunkler, damit ihr das besser sehen könnt. So, ne? Aber in der Realität kommen meistens in solchen Lampen sogenannte Natrium-Dampflampen zum Einsatz. Früher waren es, glaube ich, Quecksilber-Dampflampen. Mittlerweile hat man hier Natrium-Dampflampen, verwendet man hier. Und diese Natrium-Dampflampen, die haben ein wirklich sehr, sehr extrem warmes Licht. Ja, das geht schon ziemlich stark ins gelbliche Licht rein. Es ist meistens so ein gelb-bräunliches Licht. Und das erzeugt natürlich keine warmweiße LED, die ich zumindest bisher gesehen habe. Aber ich möchte das natürlich hier auch haben. Und hier gibt es einen kleinen Trick. Hier gibt es nämlich von der Firma Tamiya einen Klarlack, einen Transparentlack, der orange ist. Ein orangenen Transparentlack. Und mit diesem orangenen Transparentlack kann ich jetzt einfach meine LEDs hier oben einstreichen und danach kriege ich so ein Licht wie eine aus einer Natriumdampflampe. Da gehe ich einfach mal hier ein bisschen in den Deckel und male jetzt hier oben einfach mal meine LEDs hier so an. Man würde jetzt meinen, die LEDs sehen danach knallorange, ist aber nicht so. So. Wichtig, euren Pinsel gleich auswaschen. Und die Farbe auch am besten immer gleich zumachen. Und jetzt, schaut mal. Jetzt haben wir hier ein ganz anderes Licht. Auch hier mache ich nochmal aus. Denn jetzt sieht das Licht wirklich mehr so aus wie bei einer Natriumdampflampe. Ich mache auch nochmal hier den Deckel drauf, dann sieht man das auch nochmal ein bisschen besser. Und komme vielleicht nochmal näher an die Kamera. Dann seht ihr hier richtig schönes, so gelb-bräunliches Licht. Und das kriegt man ganz einfach hin, indem man diesen Lack hier verwendet. Und wenn wir jetzt so weit sind oder wenn ihr jetzt so weit seid, dann herzlichen Glückwunsch, dann seid ihr nämlich zu 99% fertig. Alles, was jetzt noch fehlt, ist einfach das Dach draufkleben. Dazu einfach ein bisschen Sekundenkleber nehmen, hier oben ein bisschen Sekundenkleber drauf machen und dann das Dach draufkleben. So, voilà. Und fertig ist wieder eine Bahnsteigleuchte oder eine Leuchte. Ich meine, die kann man auf dem Bahnsteig verwenden, die kann man auch sonst irgendwo vielleicht für irgendwelche Plätze benutzen. Die muss ich jetzt nicht unbedingt nur für einen Bahnsteig benutzen, ne? Und was sagt ihr? Habe ich euch zu viel versprochen? Ist doch wirklich gar nicht so schwer, so eine Leuchte nachzubauen. Und wenn man dabei noch so eine große Summe an Geld sparen kann, dann doch allemal, oder? Und somit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Wie immer hoffe ich, dass euch auch dieses Video wieder gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn. We'll be right back.